hat doch gesehen, dass sie die 80 Cent hat. Dann passt es doch. Genau. Dankeschön. Hi! Ein Grundmotto von mir heißt, fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. Das trifft in allen Lebenslagen auf mich zu, weil man muss immer wieder Neues beginnen. Es gibt auch nichts, wofür es sich nicht zu kämpfen lohnt. Also, ja, aber du weißt ja, wegen den verstärkten Stürme oder so, muss ich auch ein bisschen Gewicht auf der Sohle haben. Hallo! Einmal, zweimal, dreimal. Hallo, mein Name ist Martin Grath. Ich bin seit 1983 Ökobäcker. Seit 1993 haben wir komplett auf ökologische Backwaren umgestellt. Seitdem bin ich auch ökologisch sehr orientiert und auch immer in ökologischen Bereichen unterwegs. Wir haben hier in Heidenheim für eine gentechnikfreie Region gekämpft, haben sie schon sehr lange hier. Das ist eins meiner großen Anliegen. Ich möchte für den Landtag kandidieren, weil ich denke, dass das sehr wichtig ist. Wirtschaftliche Kompetenz und auch ja, das, was man den anderen predigt, auch schon mal selbst gemacht zu haben. Wollt ihr einen Streusel oder wollt ihr einen? Was? Wollt ihr einen Croissant oder wollt ihr einen Streusel? Ja, eine gute Streusel. Jawohl. Eins meiner großen Vorbilder ist natürlich unser Winfried Kretschmann. Er symbolisiert das, was die Grünen ausmacht. Wertkonservativ, nachhaltig, immer up to date, aber auch sich Fehler eingestehend. Und ich glaube, ich verkörpere den Winfried Kretschmann hier in Heidenheim. Wir sind uns da so unglaublich ähnlich. Ja, das ist genau das Richtige. Einmal Crunchy Aromanus. 2,50. Eins der fundamentalen Neuerungen unserer jetzigen Landesregierung, also Grün-Rot, war ja unsere Verkehrspolitik. Unser Winnie Herrmann, der hat ja da schon Neues gebracht. Unter anderem restaurieren, renovieren der Straßen vor Neubau. Winnie Herrmann hat uns auch die Zusage gegeben, den Ausbau unserer Brenzbahn zu 50% über das Land zu finanzieren. Hier wurden neue Türen aufgestoßen und jetzt ist das, ja, ich würde sagen, in naher Zukunft zu realisieren. Hallo! Einmal Rosinen. 700. 700. 12,60 Euro. 12,60 Euro. 14,80 Euro. Gib mir 14 Euro. Natur- und Verbraucherschutz. Kernthemen für alle Baden-Württemberger. Wir haben einen Nationalpark eröffnet. Sensationell. Ich war schon zweimal mit meinen Kindern da. Der ländliche Raum hier, vor allem auch der Kreis Heidenheim, versorgt die Zentren mit gesunden Lebensmitteln, mit gesundem Wasser, mit sauberem Wasser. Hier muss man sehen, dass der ländliche Raum hier gestärkt werden muss und gestärkt werden soll. Warum? Ohne den ländlichen Raum sind die Städte nichts. Zwei dunkle Streusel. Nachhaltig hier weiterhin wirtschaften und dass es uns weiterhin gut geht. Und da muss man realistische Ziele setzen und das haben wir. Das haben wir. Und die Ziele, auch weißt, ganz klar sagen, damit alle mitmachen können. Weil teilweise schwimmen wir ja irgendwo im Meer und keiner weiß, wo es hingeht. Und wir haben also ganz klare Ziele definiert und das ist eigentlich okay. Das ist das, was den Leuten momentan sehr viel Spaß macht. Wie sehe ich meine Chancen, in den Landtag zu kommen? Sehr gut. Warum? Die Chancen waren noch nie so gut wie jetzt. Durch einen hervorragend agierenden Ministerpräsidenten haben wir einen guten Ruf. Und ich glaube, mein Ruf hier in Heidenheim ist auch nicht der schlechteste. So haben wir eine wirklich reelle Chance. Nein, ich bin davon überzeugt, dass wir dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr, wenn die Wahl ist, in den Landtag einziehen. Dreimal Cranberries, 2,20 Euro, haben Sie 20 Cent freiwillig. Perfekt, Dankeschön.